Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jens Rabe und du bist richtig, wenn du dich für die Themen Börse, Investment und Trading interessiert. Im heutigen Video geht es zum einen um einen 5-Euro-Schein und zum anderen um ein Buch, hier ganz altes Buch von Bodo Schäfer, was das damit zu tun hat, wie du zu deinem Startkapital für das Investieren kommst, das gibt's jetzt im Video. Für viele ist es ja schon logisch, dass man sagt, jawohl, ich möchte investieren an der Börse, ich möchte traden, ich möchte Aktien kaufen. Aber woran scheitert es denn ganz oft? Es scheitert so ein wenig am Startkapital. Ne? Man sagt einfach, ich habe zu wenig Geld, um anfangen zu können. Und da kommt einem natürlich immer so in den Sinn, naja, ich müsste halt mal ein wenig sparen. Und ich habe es euch schon im Vorspann gezeigt. Es gibt ja ein Buch von Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit in 7 Jahren, die erste Million. Das Buch habe ich mir gekauft damals 1999. Das ist also 17 Jahre mittlerweile alt. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, euch das Buch hier vorzustellen. Bloß das Buch war ja so der Vorreiter für ganz, ganz vieles, was dann später auch noch gekommen ist. Und wenn man das mal ganz kurz zusammenfassen will, was steht eigentlich in diesem Buch? Da steht drin, wenn du eben reich werden willst, wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du eins machen, nämlich erstens, du musst deine Denkweise ändern und zweitens, du musst sparen. Ne, so diese Klassiker, das haben dann andere auch gesagt, Half T. Eager und so weiter, die gesagt, 10% deines monatlichen Einkommens musst du sparen, dann wirst du automatisch reich. So. Sparen, das klingt natürlich jetzt erstmal nicht so toll. Und wenn man mal bei Wikipedia schaut, was bedeutet denn eigentlich sparen, dann könnt ihr da bei Wikipedia Folgendes lesen. Ich blende euch das hier mal ein und ich muss es selbst auch ablesen. Und zwar steht da geschrieben, Sparen ist das Zurücklegen momentan freier Mittel zur späteren Verwendung. Häufig wird durch wiederholte Rücklage über längere Zeit ein Betrag aufsummiert, der dann für eine größere Anschaffung verwendet werden kann. So weit, so gut, aber sind wir doch mal ehrlich, niemand hat freie Mittel. Das heißt also dieses, ich spare mal aus freien Mitteln, die wenigsten sind doch in der Lage und haben wirklich freie Mittel. Es gibt ja so diese, wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, sind die meisten Deutschen immer so 2 Monate von der Pleite entfernt. Das heißt, würde kein regelmäßiges Gehalt kommen, dann wären die meisten in 2 oder 3 Monaten pleite. Und es ist ja wirklich so, wer hat denn schon am Ende des Monats noch viel Geld übrig, um zu sparen? Und da gibt es natürlich dann diese ganzen schlauen Ratschläge, dass gesagt wird, naja, bezahle dich zuerst und du musst halt Dinge aus deinem Konsumverzicht, eine Reichtum durch Konsumverzicht, gibt es auch so einen Spruch, gibt es sogar, gab es früher mal, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, bei Wall Street Online eine ganze Diskussionsgruppe, wo die Leute sich dann ausgetauscht haben, was sie jetzt überall für Geld einsparen, damit sie es anlegen können. Und da kommen dann so diese Lifehacks her, ne? Also du trinkst jetzt einfach bei Starbucks keinen Kaffee mehr oder anstatt dir jetzt eine Coke zu kaufen, kaufst du dir jetzt eine No-Name-Cola und so. Aber sind wir doch mal ehrlich, das ist doch im Grunde genommen alles Quatsch. Weil, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, also beispielsweise eben, dass wir sagen, hey, ich möchte monatlich etwas zur Seite tun, um es zu investieren. Wenn wir das begründen, indem wir sagen, oder wenn wir das machen, indem wir sagen, wir verzichten auf etwas, dann hat das von vornherein nicht so die guten Aussichten. Das ist so ähnlich, wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwie euren Körper verändern und rennt halt ins Fitnessstudio und müsst ihr wisst halt alle, oder jeder weiß es, naja gut, dann müsste ich vielleicht auch mein Essverhalten ein bisschen verändern. Wenn man jetzt aber sagt, verzichte auf Genuss, verzichte auf Schokolade, dann bekommst du einen guten Körper. Das ist keine gute Ausgangslage, weil wir Menschen verzichten nun mal nicht gerne auf etwas. Und ein viel, viel besserer Weg, um das zu machen, ist, wenn man das Ganze ein bisschen umdreht und daraus ein Spiel macht. Und ich habe vor kurzem, so ungefähr 2 Monate her, habe ich in einem Video etwas gesehen von einem, ich glaube, der macht, glaube ich, so Motivationstrainings und auch wo die Leute dann so auf Tischen standen und Chaka und so. Das fand ich jetzt ziemlich, fragwürdig. Aber der hat eine Sache gezeigt und die fand ich ganz toll. Und ihr wisst ja, ich bin ein großer Anhänger der Theorie, trenne die Botschaft vom Botschafter. Also zieh dir einfach aus allem das Beste heraus, auch wenn dir die Person, die dir das sagt, vielleicht nicht unbedingt dein bester Freund ist. Und zwar hat er etwas gezeigt. Und zwar, der hatte eine große Kiste,
hat er so gehalten. Und er hat erzählt, dass er vor vielen, vielen Jahren mal angefangen hat und gesagt hat, wenn du Dinge in deinem Leben ändern willst, dann musst du mit kleinen Sachen anfangen. Ne? Also jetzt nicht sagen, ich spare jetzt jeden Monat 200 Euro, weil das fällt uns einfach, den meisten von uns, die das noch nie gemacht haben, fällt das schwer, dass sie einfach 200 Euro wegnehmen. Und er hat gesagt, wenn man kleine Dinge ändern will oder wenn man mit kleinen Dingen anfängt, dann wird es einfacher. Und er hatte die Idee, dass er gesagt hat, immer, wenn ihr einen 5-Euro-Schein, und daher kam dieser 5-Euro-Schein her, immer wenn er einen 5-Euro-Schein bekommt, dann nimmt er den, legt den in diese Kiste hinein und gibt ihn nie wieder aus. Ne? Um einfach in sich dieses Sparen, dieses zur Seite tun zu üben. Und am Ende, und das war jetzt das Beeindruckende, hat er diese Kiste wirklich gezeigt und da lagen nach seiner Angabe 50.000 Euro drin. Also das heißt, er hatte da 10.000 5-Euro-Scheine drin, über 20 Jahre. Das ist natürlich eine ganze Menge und das hat natürlich wahrscheinlich in ihm dann auch etwas bewirkt. Und das fand ich so eine witzige Idee, dass ich das selbst mal vor 2 Monaten angefangen habe. Und es ist wirklich erstaunlich und ihr könnt das gerne auch mal machen. Immer wenn ihr jetzt irgendwo eine Rechnung bezahlt, ihr seid im Restaurant, ihr seid irgendwo im Supermarkt oder wo auch immer an der Tankstelle und ihr bezahlt, und immer wenn ihr halt einen 5-Euro-Schein zurückbekommt, dann hebt ihr den auf. So, jetzt will ich euch das mal zeigen. Ich habe hier, das ist für meine Kiddies, haben die mir mal gebaut irgendwann. Da passt schon gar nicht mehr rein, denn ich habe hier tatsächlich jetzt in 2 Monaten, jetzt wären das auch so Videos, wo ich mit den Geldscheinen rumwedel, ne? Keine Angst, das ist nicht so. Aber ich habe jetzt tatsächlich hier in diesen 2 Monaten 5-Euro-Scheine zusammenbekommen. Ne? Einfach indem ich nur gesagt, also hier alles echtes Geld, nicht aus dem Drucker, ne? Und sind auch nur 5er, keine 500er. Einfach indem ich wirklich nur gesagt habe, immer, wenn ich einen 5-Euro-Schein irgendwo bekomme, lege ich den weg. Und das Lustige ist dabei, dass das wirklich mit der Zeit anfängt, richtig Spaß zu machen. Also meine Frau macht sich jetzt schon immer den Spaß und sagt, ja, ich habe ja einen 5-Euro-Schein, du kannst ihn ja bekommen, wenn du mir einen 10er gibst. Darauf gehe ich dann aber nicht ein. Und ich persönlich bin jetzt wirklich so, dass ich manchmal im Restaurant sitze und denke so, ah, jetzt willst du noch Trinkgeld geben? 5-Euro-Schein, nein, dann gibst du nicht aus, sondern nehme dann halt den 10er und sage dann hier 5 Euro, damit ich wieder einen 5er bekomme, den ich dann weglegen kann. So, und das heißt, ihr müsst, wenn ihr anfangen wollt, und darum soll es jetzt einfach gehen, wenn ihr also ganz am Anfang seid, wenn ihr sagt, ich habe noch kein Startkapital fürs Trading, fürs Investieren, natürlich müsst ihr irgendwie regelmäßig was zur Seite legen. Aber es ist eben viel, viel einfacher, wenn ihr das auf so eine spielerische Art und Weise macht. Und wenn euch jetzt 5 Euro zu viel sind, weil ihr vielleicht, ihr seid Student oder ihr habt einfach noch nicht so viel Geld, dann macht es mit 2-Euro-Stücken. Oder dass ihr sagt, ein guter Freund von mir, der macht das schon seit Jahren, der macht jeden Abend seine Brieftasche leer, und zwar alles Einzelne, was er da drin hat, legt er raus, kommt ein großes Glas, schenkt das seiner Tochter, die muss das dann immer wickeln oder zur Bank schaffen. Und es ist total erstaunlich, was da im Laufe eines Jahres zusammenkommt. Und ihr habt den Einstieg ins Startkapital. Das wird am Anfang nicht wahnsinnig viel sein. Es geht aber hier wirklich um das, was ja auch damals gute alte Bodo hier beschrieben hat, nämlich dieses Ändern, diese Denkweise ändern. Wenn ihr die 5 Euro aus eurer Brieftasche, aus eurem Portemonnaie herausnehmt, dann habt ihr nicht das Gefühl, oh, jetzt bin ich ärmer geworden, jetzt habe ich auf etwas verzichtet. Und wenn ihr das vielleicht im Monat nur 4-5 Mal macht, dann ist das auch noch kein großer Betrag. Da könnt ihr noch nichts investieren. Aber wenn ihr das mal 3-5 Monate macht, plötzlich sagt ihr, hey, jetzt habe ich doch plötzlich 200-400 Euro, die ich mir einfach so abgeknapst habe. Ich merke also, es geht. Es gibt Wege, dass ich trotz meines Einkommens, was vielleicht zu diesem Zeitpunkt so war, ich kann doch gar nichts sparen, doch es geht. Und das ist das, wo ihr anfangt mit kleinen Dingen, die Spaß machen, was so eine Art Spiel dann schon fast ist, ne? Wo ihr es dann einfach schafft, Geld zur Seite zu legen, um es dann zu investieren. So, keine Angst, das war das letzte Video, wo ich hier mit einem Bündel Geldscheine rumgewackelt habe. Also das wird jetzt hier nicht weiter passieren, das sollen andere machen. Aber ich wollte euch einfach auf diese anschauliche Art und Weise zeigen, was man eben machen kann. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr vielleicht selber solche Sachen gemacht habt, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare hinein. Bin ganz gespannt, wie kreativ ihr da schon seid. Wie habt ihr vielleicht euer erstes Startkapital euch erarbeitet? Habt ihr gespart? Habt ihr einen Job gemacht? Was
was auch immer, schreibt mir das hier in die Kommentare hinein und dann sprechen wir darüber. Wenn ihr mal dieses Buch vorgestellt haben wollt, in 7 Jahren die erste Million, was ich persönlich davon halte, ob ich es gut oder schlecht finde, warum ich mir es damals gekauft habe und ob es realistisch ist, in 7 Jahren Millionär zu werden, dann schreibt mir das ebenfalls in die Kommentare und dann sprechen wir darüber. Das war's für heute. Euch alles Gute, viel Spaß beim Sammeln und wir hören uns wieder und sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg an der Börse. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.